Gut, dann begrüße ich Sie nochmals ganz herzlich zum heutigen Vortrag, auch unsere Gäste im Livestream. Es ist für uns eine große Freude, heute Abend Professor Steve Pascalo vom Universitätsspital Zürich zu begrüßen. Ein Forscher der ersten Stunde der mRNA, der Botenribonukleinsäure-Technik. Professor Pascalo ist ein Kettenexperte. So habe ich ihn kennengelernt. Er kam zu spät an unser Meeting, weil die Velokette gebrochen ist. Und in transkribierter und veränderter Kettentechnologie, da ist er ein weltweiter Experte. Er passt natürlich auch zu uns nach Winterthur, weil er in der Stadt Zürich Velo fährt. Nun, Sie erinnern sich, Ende 2019 wurde eine neue Infektionskrankheit in Wuhan beschrieben. Im Januar entwickelte sich diese Krankheit zu einer Epidemie in China und im März bereits zu einer Pandemie und legte im Wesentlichen das Leben weltweit, darf man sagen, lahm. Millionen von Menschen starben, das ist noch nicht lange, bis zur Wirtschaftskrise 2020, 2021. Wir waren in unserem sozialen Leben eingeschränkt, gefangen mit allen Konsequenzen. Und Professor Steve Pascalo ist einer der Menschen, die uns aus diesem Dilemma mit seiner Forschung wesentlich geholfen hat. In weniger als einem Jahr gelang es der internationalen Forschungsgemeinschaft, eine Vakzine zu produzieren, aufgrund einer damals noch neuartigen Technologie, dieser mRNA-Technologie. Steve Pascalo ist ein Forscher, der in den letzten 20 Jahren seine Wissens- und Schaffenskraft aus Überzeugung konsequent in diese Technologie investiert hat, Jahre bevor, dass jetzt diese Impfung in einem Jahr entwickelt werden konnte, wo sonst Impfungen, wie wir wissen, bis zu 10 Jahre dauern. Er ist ein französischer Molekularbiologe, ursprünglich hat am Institut Pasteur ein Mausmodell 1998 im Rahmen seiner Dissertation entwickelt, mit dem er immunologische Veränderungen beobachten konnte. Er ging dann 2000 bis 2006 nach Tübingen, wo er die Effizienz und die Sicherheit, die Effektivität von mRNA-Technologien testete, verbesserte. Er hat weltweit die erste klinische Studie gemacht mit mRNA-Technologie. Er war selber ein Versuchskandidat. Im Jahr 2000 gründete er, wir sind jetzt 2023, die Firma CureVac. Vielleicht haben Sie von dieser Firma gehört im Rahmen der Impfdiskussion. Erst 8 Jahre später wurde die Firma BioNTech gegründet und erst 2011 die Firma Moderna. Und dieses Wissen ermöglicht heute die Möglichkeit für Neuimpfungen bis hin zur großen Hoffnung in der Krebstherapie, der Altersmedizin und so weiter. Und damit möchte ich Sie nicht länger auf die Folter spannen und Steve Pascalo das Wort führen geben. Wir freuen uns sehr und sind sehr glücklich, dass du da bist. Er muss heute Nacht gerade an den nächsten Vortrag weiterreisen, wenn wir fertig sind. Vielen Dank, Steve, dass du dir Zeit genommen hast, zu uns zu kommen heute Abend. Vielen Dank, lieber Robert, und vielen Dank für die Einladung zur Präsentation von Impfstoffen und Therapien mit synthetischem mRNA. So, hier ist mein Forschungsteam. Und wir haben dann ein paar Zeichnungen von Caroline Tschubach. Mein Hintergrund, wie Hubert gesagt hat, ist hier dargestellt. Ich begann 1998
mit der Arbeit an synthetischen mRNA-Impfstoffen. Im Jahr 2000 war ich Mitbegründer von CureVac und wissenschaftlicher Leiter. Im Jahr 2006, 2007 verließ ich das Unternehmen. Das bedeutet meinen Arbeitsplatz als Chief Scientific Officer und meine Aktien. Ich bin nicht reich geworden. Seit 2006 bin ich Forscher am Universitätsspital Zürich und ich habe auch in 2008 eine Firma gegründet, Mischer Pharma, um eine Patent zu unterstützen, das ich im Universitätsspital gemacht habe. Bis 2020 war die Forschung an mRNA-Impfstoffen das hässliche Entlein der Impfforschung. Es würde viel Geld für DNA, Protein, Virusimpfstoff ausgegeben und es würde viel Forschung mit diesem Impfstoffformaten betrieben. Das synthetische mRNA-Impfstoffformat würde als nicht realistisch angesehen. Es gab auch Verachtung gegen mRNA-Impfstoff, wie diese Ente zeigt. Diese Verachtung könnten wir sehen, weil wir bekamen kein Geld, wir bekamen kein Interesse. Ich könnte auch nicht meine Forschungsergebnisse in Hochzeitungen publizieren. Und im Jahr 2020 hat sich alles geändert. Wir hatten eine Pandemie, wie Uber gesagt hat, aufgrund eines Atemwegsvirus, ein Coronavirus namens SARS-CoV-2. Dieses Virus stammt möglicherweise von lebenden Wildtieren, die verkauft und gegessen werden, wie zum Beispiel diese arme Fledermaus in einem Sandwich. Oder es kam aus einem Hochsicherheitslabor in Wuhan. In jedem Fall war das erste wirksame Mittel gegen diese Krankheit namens Covid-19 ein synthetischer mRNA-Impfstoff. Er ist hier dargestellt. Die synthetische mRNA ist in grün. Sie ist in einem Lipid-Nanopartikel enthalten, der vier verschiedene Lipide enthält, von denen eines pegyliert ist. Die Ergebnisse der ersten zugelassenen Impfstoff, desjenigen von BioNTech. Ich sage oft BioNTech, nicht Pfizer. Für mich ist der Impfstoff von BioNTech, nicht von Pfizer. Auch wenn beide Firmen haben zusammengearbeitet, aber die Technologie stammt von BioNTech. So, das sind die Ergebnisse von BioNTech-Impfstoff. Es handelt sich um eine In-vitro-Quantifizierung von Antikörper, die SARS-CoV-2 neutralisieren können. Links hier, Sie sehen Probanden, so Freiwilligen, die ein Placebo erhalten haben. In Blut von diesen Placebo-Leuten gibt es keine Antikörper gegen SARS-CoV-2. Rechts hier, Sie sehen Blut von Leuten, von Patienten, Covid-Patienten. Und hier, Sie sehen, dass es gibt viel Antikörper gegen SARS-CoV-2. In der Mitte sehen Sie, dass alle jungen oder älteren Freiwilligen, denen 10, 20, 30 Mikrogramm synthetische mRNA injiziert würde, Antikörper entwickeln, die SARS-CoV-2 neutralisieren, am besten eine Woche nach zweiter Injektion, hier Tag 28. Und diese Titer bei Probanden sind höher als bei Patienten. So, das zeigt, wie effizient ist dieser Impfstoff. Die gleichen Ergebnisse würden mit dem RNA-Impfstoff von Moderna erzielt. Beide Impfstoffe sind weniger als ein Jahr nach Bekanntwerden von SARS-CoV-2 zugelassen worden. Moderna mit 100 Mikrogramm und pro Dosis und BioNTech Pfizer mit 30 Mikrogramm pro Dosis. Betrachtet man die vor der Pandemie vorhandenen
Impfstoffe gegen Infektionserreger, so kann man sie in zwei Gruppen einteilen. Lebenden, abgeschwächte Viren oder Totimpfstoff. Die abgeschwächten Lebendviren werden subkutan ohne Adjuvanzen verabreicht. Unter diesen Bedingungen sind es nicht die Proteine oder die Zucker in diesen Impfstoffen, die eine Immunreaktion auslösen. Es ist die Übertragung des genetischen Materials des Virus in Form von DNA oder für DNA-Viren oder mRNA für mRNA-Viren auf die Zellen der geimpften Person, die stattfindet. Die DNA oder mRNA der abgeschwächten Lebendviren dringt in die Zellen ein, wird in Protein übersetzt und löst so die Immunreaktion aus. Es gibt also schon seit vielen Jahren DNA- oder mRNA-Impfstoffe. Gelbfieber-Impfstoff hier ist fast 100 Jahre alt. Aber die Menschen waren sich dessen nicht bewusst. Wenn es eine Botschaft gibt, die ich Ihnen auf meinen Vortrag mit auf den Weg geben möchte, das ist es, diese mRNA-Impfstoffe sind nicht neu. Was neu ist, sind synthetische mRNA-Impfstoffe. Ich zeige es hier in Details. Impfstoffe gegen Mumps, Masern, Gelbfieber, Röteln erhalten Viren, die natürlich Nanopartikel von ungefähr 80-90 Nanometer Durchschnitt sind. Bei den synthetischen mRNA-Impfstoffen handelt es sich ebenfalls um Nanopartikel, die mRNA enthalten. In allen Fällen wird die mRNA bei der Injektion auf die Zellen der geimpften Person übertragen. Diese Zellen verwenden diese exogene mRNA, um Protein herzustellen und eine Immunreaktion auszulösen. Wir können dies in das Zentraldogma der Molekularbiologie einordnen. Das ist das Zentraldogma von Molekularbiologie. Die DNA im Zellkern repliziert sich. Aus ihr entsteht durch Transkription mRNA. So mRNA wird in Protein übersetzt. Die DNA ist stabil, umgekehrt. mRNA und Protein sind übergehend. Die Impfstoffe gegen Wimpocken und Pocken sind DNA-Impfstoffe, weil die sind DNA-Viren, abgeschwächte Viren. Impfstoffe gegen Mumps, Masern, Röteln, Gelbfieber sind mRNA-Impfstoffe, weil die enthalten mRNA-Viren, abgeschwächte. Grippe-Impfstoffe oder auch Impfstoffe gegen Hepatitis B oder Papillomaviren sind Eiweißprotein-Impfstoffe. Das Gleiche gilt für Impfstoffe gegen Covid-19. AstraZeneca, Janssen, Sputnik V sind DNA-Impfstoffe. Sie enthalten Adenoviren. In Adenoviren haben sie DNA. So in diesen Impfstoffen haben sie DNA. Die kommt in ihre Zellen und die macht mRNA, Eiweiß und Immunantwort gegen SARS-CoV-2. BioNTech, Pfizer, Moderna sind mRNA-Impfstoffe und zum Beispiel Novavax, sorry, hier ist ein Problem, aber Novavax ist ein Proteinimpfstoff gegen Covid-19. Also was ist mRNA? Hier in Zellen, es gibt einen Zellkern. Im Zellkern befindet sich die DNA in den Chromosomen. Der Code der DNA besteht aus 4 Buchstaben, A, C, G, T. Teile der DNA werden im mRNA umgeschrieben. Die mRNA, also der Code der mRNA, besteht aus auch 4 Buchstaben, A, C, G, U. Die mRNA wird dann modifiziert. An einem Ende verkappt mit dieser Struktur hier und am anderen Ende polyadeniliert.
diese mRNA verlässt den Zellkern, wird weiter modifiziert. Es gibt Deaminierung, Methylierung, Isomerisation von Uracil zum Beispiel. Es ist komplex und dann in Protein übersetzt. Wir können diese reife hier mRNA in vitro erstellen. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Die mRNA wird nicht modifiziert oder modifiziert. Unveränderte mRNA wird, wenn sie injiziert wird, von Rezeptor des Immunsystems wie Tolak-Rezeptor hier erkannt. Diese löst ein Immunantwort, eine Entzündung aus und das ist gut für Impfungen. So, solche nicht modifizierte mRNA wird seit vielen Jahren als Impfstoff gegen Viren, Krebs und sogar Allergie getestet, seit mehr als 30 Jahren. Und das zeige ich später, die Geschichte von mRNA-Impfstoffen. Modifiziert mRNA-Impfstoffe wurde in 2005 entdeckt. Und diese modifizierte mRNA ist nicht mehr erkannt vom Immunsystem, von dieser TLR. Daher dachte man, dass solche modifizierte mRNA für Therapien verwendet werden könnte. Und Gentherapie ist das Gegenteil von Impfstoff. Ja, mit Impfstoff wollen Sie ein Immunantwort, mit Gentherapie wollen Sie kein Immunantwort. Aber komischerweise, der Entdecker von dieser Modifikation, Drew Weissman, zusammen mit Kathy Carrico, verantwortliche jedoch 2017, dass modifizierte mRNA auch in Impfstoffen verwendet werden kann. Heutzutage werden sowohl modifiziert als auch nicht modifiziert mRNA-Impfstoffe in Impfstoffe verwenden. Aber bisher enthalten die beiden zugelassenen Impfstoffe modifiziert mRNA. Andere Impfstoffe werden mit unmodifiziert mRNA hergestellt, insbesondere Krebsimpfstoffe. Im Gegensatz zu dem, was in den USA kommuniziert wird, ist die Modifikation für Impfstoffe nicht notwendig. In vitro, die Produktion von mRNA besteht aus vier Schritten. Zunächst wird ein DNA-Plasmid oder ein DNA-Fragment, Sie können es kaufen, das gewünschte Gen unter der Kontrolle eines spezifischen Promoters hier enthält, linearisiert. So, Sie haben diese DNA als Material am Anfang. Wie gesagt, Sie können es kaufen. Ja. Und dann, dann wird diese DNA mit Polymerase vermischt. Eine RNA-Polymerase ist ein Enzym, Sie können es auch kaufen. Und Sie mischen DNA und RNA-Polymerase zusammen mit ATP, UTP, GTP, CTP und ein CAP-Analog. Und dann aus DNA stellt die Polymerase mehr als 1000 Kopien der mRNA her. So von einem Molekül DNA, die RNA-Polymerase macht mehr als 1000 RNA-Moleküle. Dann wird ein DNAs hinzugefügt, um die DNA abzubauen. Schließlich wird die mRNA gereinigt, zum Beispiel durch Ausfällung mit Lithium oder mit anderen vorgeschrittenen Methoden wie Säule, wie Chromatographie zum Beispiel. Aber Lithium ist auch genug, es reicht. Wichtig ist, dass jeder Schritt ist robust. Das heißt, wenn Sie eine Anlage zur Erstellung von mRNA haben, funktioniert die Produktion unabhängig von interessierenden Genen. Hier. So, es kann ein Gen sein, das für ein Virusprotein, ein Allergieprotein, ein Krebsprotein und so weiter kodiert. Es ist egal, der Produktionsprozess ist immer derselbe. Das ist der Grund, warum die mRNA-Impfstoffe am schnellsten herzustellen und zum Bewerten waren und sich auch am besten für die Produktion in großen Maßstab eignen. So, dieser Prozess, wenn Sie diesen Prozess
haben. Sie können jede mRNA produzieren, egal gegen welche Krankheiten. So deswegen es ist es schnell und Sie können sehr schnell antworten zu einer Pandemie zum Beispiel. Gegen eine Pandemie. Ein paar Wörter über mRNA. So synthetische mRNA, man sagt auch IVT, so in vitro transcribed mRNA, beide sind das Gleiche. R-synthetische mRNA ist sehr stabil. Sie haben gehört, dass mRNA ist nicht stabil, das ist nicht korrekt. mRNA ist sehr stabil. Sie können auch mRNA zu 90 Grad heißen, einfrieren, lyophilisieren. Es ist stabiler als DNA oder Eiweiß. DNA kann man nicht zu 90 Grad heißen, zum Beispiel Proteinen auch nicht. So, mRNA ist sehr stabil. Klar, wenn es frei von RNAs ist, RNA sind die Eiweiß, die degradieren mRNA. Aber bis jetzt, die Formulierung, die wir haben in die zwei Impfstoffe, der von Moderna und der von BioNTech, diese Liposomen sind nicht stabil. Deswegen sollen wir diese Impfstoffe in Kühlraum lagern oder in Kühlschrank, weil diese Liposomen sind nicht stabil. mRNA ist stabil, aber die Liposomen soweit sind nicht stabil. Und sie aggregieren oder sie können auch mRNA draußen lassen bei Raumtemperatur. Drittes Punkt, RNA in Liposom ist nicht neu. Es war bereits ein Medikament. Es heißt Patisiran, das ist der erste. Und das war, die Zulassung war in 2018. Und Patisiran ist kein mRNA. Es ist eine andere Art von RNA. Man nennt es siRNA. Aber der Liposom, das Liposom in Patisiran ist ähnlich wie Liposom in den Impfstoffen. Und was interessant ist, ist, dass diese Patisiran bekommen die Patienten, die leiden von hereditärer Amyloidose, 30 Milligramm. Impfstoffe, wir bekommen 30 Mikrogramm, 1000 mal weniger als diese Patienten. Diese Patienten bekommen 30 Milligramm von diesem Liposom mit RNA. Wieder, es ist kein mRNA, es ist siRNA, aber trotzdem, die Chemie ist das Gleiche, es ist das gleiche Liposom, es ist auch RNA. 30 Milligramm intravenös, alle drei Wochen lebenslang. So, Sie sehen, wie sicher sind diese Liposomen, weil es gibt Patienten, die bekommen 1000 Mal mehr als was wir bekommen als Impfstoff und das lebenslang jede drei Wochen. Vierter Punkt, die synthetische mRNA, IVT-mRNA, ist vegan. Die Erstellung, die ich gezeigt habe, ist nur mit Eiweiß von Bakterien und Chemikalien. Es gibt kein Tierprodukt drin. Und das ist wichtig für viele Leute, mehr und mehr Leute. Es ist wichtig auch für unsere Natur zum Beispiel. Und es ist wichtig, weil es macht weniger Allergie. So, Leute, die haben zum Beispiel Allergie gegen Eier, können keine Grippeimpfung bekommen. Und hier mit IVT-mRNA gibt es fast kein Risiko von Allergie, mindestens kein Risiko für Leute, die haben Allergie gegen Tierprodukten wie Eier. Fünfter Punkt. Die Erstellung ist sehr effizient. In 6 Liter von dieser Transkription, so DNA plus RNA Polymerase, wenn Sie 6 Liter von dieser Reaktion haben, dann Sie haben genug, in ein paar Stunden, Sie haben genug mRNA für 1 Million Dosen von Impfstoff. Wenn Sie vergleichen, wenn Sie ein Virus produzieren für einen Impfstoff, Sie brauchen 5000, 10.000 Liter Zellkultur, um genügend Viren zu bekommen für 1 Million Dosen. So, das zeigt, dass man braucht nicht so große Infrastruktur für mRNA-Impfstoffe. BioNTech hat nur einen Ort zum Erstellung von mRNA-Molekül in Deutschland und Moderna hat einen Ort hier in der Schweiz. Und das reicht, weil in kleiner Infrastruktur können sie viel, viel mRNA produzieren. Es ist viel leichter als die Erstellung von Viren zum Beispiel. Die Geschichte von mRNA-Impfstoff. Wir sind in der Schweiz und die Geschichte, sie beginnt mit der Entdeckung der Nukleinsäure durch den Schweizer Mediziner Friedrich Miescher. Er untersuchte den Inhalt von Zellkernen in Tübingen. Er ist in Basel geboren, aber er ging in Tübingen für die Forschung. Die Küche des Schlosses
würde in ein Laboratorium umgewandelt. Aus männlichen Blutzellen isolierte er den Zellkern und entdeckte darin eine Substanz, die er Nuklein nannte, die Nukleinsäuren. Heute befindet sich in dieser Küche des Tübinger Schlosses ein Museum, das die bahnbrechenden Arbeiten von der Schweizer Friedrich Mischer präsentiert und die Molekularbiologie erklärt. Wenn Sie Tübingen besuchen, es ist eine schöne Stadt, Sie können in das Schloss gehen und dort sehen Sie, dass Friedrich Mischer hat hier Nukleinsäuren gedeckt. Dann würde viel später die mRNA in Paris entdeckt, am Pasteur-Institut. François Jacob und Jacques Monod erhielten 1965 den Nobelpreis für ihre Entdeckung der Regulation der Genexpression inklusive mRNA. In Paris weiter würde dann zum ersten Mal ein synthetischer mRNA-Impfstoff entwickelt und getestet. Das ist hier die Publikation von diesem ersten mRNA-Impfstoff, 1993. Das kommt vom Team von Professor Meulien in Paris. Diese Forschung stellt dann eine synthetische mRNA her, die für ein Protein des Influenza-Virus kodiert. Die Forscher legten diese mRNA in ein Liposom. Die Injektion in Mäuse löste eine Immunreaktion gegen die Grippe aus. Also sowohl die Entdeckung der natürlichen mRNA als auch ihre Verwendung als synthetische Molekül in einem Impfstoff würde in Paris gemacht. Zwei Jahre später zeigte ein amerikanisches Team, das nackte mRNA als Impfstoff gegen Krebs bei Mäusen verwendet werden kann. In Tübingen hatte Professor Rammensee hier 1996 erneut die Idee, synthetische mRNA zur Impfung zu verwenden. Er gab das Projekt an den neuen Doktoranden Igmar Hör weiter. Igmar fand wiederum in Mäusen, dass synthetische mRNA nackt oder in Liposom oder andere Nanopartikeln, Protamin, eine Immunantwort in Mäusen auslösen könnte. Als ich hier, das war ich vor 20 Jahren, 1998 in Tübingen ankam, setzte ich diese Arbeit fort und erweiterte ich sie auf die Nutzung des mRNA-Impfstoffs gegen Krebs. Um die Technologie weiter zu optimieren, mRNA in pharmazeutischer Qualität herzustellen und sie in der Klinik zu testen, gründeten wir im Jahr 2000 CureVac. Es war das erste Unternehmen, das mRNA-Impfstoff entwickelte. Es war schwierig, finanzielle Unterstützung zu bekommen. Wir nahmen einen Kredit bei der Bank auf, aber es gelang uns, das Unternehmen aufzubauen. Wir optimierten den Impfstoff, führten eine pharmazeutische Produktion ein und testeten ihn am Menschen. Zuerst bei mir. Wir produzierten mRNA, die für Luciferase kodiert. So, Luciferase ist ein Protein aus dem Glühwürmchen, das Licht aussendet. Diese mRNA würde mir in der Tübingen Hautklinik von einem Dermatologen in die Haut injiziert. Und wir haben untersucht, ob es sicher ist und ob das Protein produziert wird. Das war eine klinische Studie, es war nicht Selbstinjektion. Ich habe diese klinische Studie gemacht und ich war der Investigator und der Kaninchen. So, diese klinische Studie
haben wir in 2007 veröffentlicht, publiziert. Die Ergebnisse, die sind hier zu sehen. Die synthetische mRNA versuchte keine Lokalreaktion. Hier, ich habe eine rote Linie gemacht am Ort von Injektion. Diese Injektion war in meine Beine. Und ich hatte keine Lokalreaktion. Sie sehen, dass die Haut ist nicht entzündet. Und ich hatte auch keine systemischen Nebenwirkungen. Dann, wir haben Biopsien gemacht am Ort von Injektion oder irgendwo anders bei mir. Und in diese Biopsien am Ort von Injektion, wir könnten Licht messen und nicht in andere Biopsien von meinem Körper. So, dieses Experiment wurde dreimal wiederholt und war der erste Artikel, dieser Artikel war der erste Artikel, in dem über die Injektion von synthetischer mRNA in Menschen berichtet wurde. Also Sie haben ein paar Jahre Erfahrung mit mRNA, ich habe 20 Jahre Erfahrung mit mRNA und immer noch keine Nebenwirkungen. Ja? Ich hoffe. Anschließend begannen wir im Universität Tübingen, Universität Klinikum Tübingen, mit der Erprobung von synthetischer mRNA gegen Krebs, Melanoma und Melanoma-Patienten und Patienten mit Nierenzellkarzinom erhielten Injektionen von synthetischer mRNA. Wir haben immunologische und klinische Reaktionen beobachtet. Diese Studien, die erste Studie wurde in 2008 veröffentlicht. Sehen Sie hier die Ergebnisse von weltweit erste Phase 1, 2 klinische Studie mit mRNA-Impfstoff. Die Amerikaner beziehen sich nie auf diese frühen klinischen Studien in Europa. Aber die Geschichte des mRNA-Impfstoffs ist tatsächlich europäisch. Entdeckung von Nukleinsäure, Entdeckung von mRNA, erste mRNA-Impfstoff in Mäuse, alles und dann erste klinische Studie, alles war in Deutschland und in Frankreich und mit der Hilfe von einem Schweizer. Im Jahr 2005 beschrieben dann Drew Weissman und Kathy Carrico die Modifizierung von mRNA. So, das kam von spät. Und die Amerikaner fokussieren hier. Sie vergessen, dass es gab Arbeit früher. Und diese modifizierte mRNA, die waren nicht für mRNA-Impfstoff. Es war wirklich für mRNA-Therapien gedacht. Später, es kam zur Gründung von BioNTech in 2008, dann die Gründung von Moderna in 2010, 2011. Eine sehr wichtige Technologie, niemand redet davon, aber das war 2017 von einer Firma namens Trilink in der USA. Und das ist CleanCap, ich gehe nicht in den Details, aber das ist eine sehr wichtige Entdeckung für uns. Wichtig ist, dass während dieser 20 Jahre, seit 2000 bis 2020, wurde die Optimierung und Prüfung von mRNA-Impfstoffen von Ugur Sahin und Özlem Türeci in Mainz, den Gründer von BioNTech, durchgeführt. Sie sind so großartig, wie hier mit dem Goethe-lesenden Baby illustriert. Sie sind unglaublich und sie sind Onkolog und sie haben wirklich diese ganze Arbeit seit 2000 gemacht, um neue Medikamente, Impfstoffe und Therapien zu Patienten zu bringen. So, Motor von Ugur und Özlem sind wirklich, sie wollen ihre Patienten helfen. Sie wollen nicht nur im Labor Mäuse retten, sie wollten auch diese Technologie zum Patienten bringen und deswegen haben sie dann BioNTech gegründet. Es war wirklich, um diese Technologie von Labor zu Patienten zu bringen. Dank dieser großartigen Arbeit wurde der erste mRNA-Impfstoff zugelassen, der mRNA-Impfstoff gegen Covid-19, den die Amerikaner Pfizer nennen, der aber ein BioNTech-Impfstoff ist und der in den USA von Pfizer getestet wurde. Aber die Technologie kommt von BioNTech und es kommt von 20 Jahren Entwicklung und Arbeit in den Schatten von Ugur Sahin und Özlem Türeci.
Die Entwicklung synthetischer mRNA-Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten geht weiter und hoffentlich werden bald mRNA-Impfstoffe gegen RSV, RSV, CMV sowie Grippe zugelassen. Hier hat Moderna ein paar Phase 3, BioNTech ein paar Phase 3 und Moderna vor 2 Wochen hat gesagt, dass diese RSV-Impfstoff klappt gut bei älteren Leuten und das ist super. Ich hoffe, dass bald wir einen RSV-Impfstoff haben, weil momentan es gibt keinen Impfstoff gegen RSV und RSV ist gefährlich für empfindliche Leute. So bald haben wir wahrscheinlich RSV-Impfstoff. Und dann vielleicht CMV-Impfstoff und dann Kombination von Grippe-Impfstoff und Covid-Impfstoff. Und so, das läuft wirklich schnell und sehr gut. Lassen Sie uns nun über mRNA-Impfstoffe gegen Krebs sprechen. Krebsbekämpfende Zellen erkennen sogenannte TAA, das heißt Proteine, die in Krebs und andere Geweben exprimiert werden, oder TSA. TSA, das heißt Proteine, die nur in Krebs vorkommen. Zum TAA gehören beispielsweise Krebshürden-Antigen, wie MAGE-A1, MELAN-A oder so, die sowohl in den Hoden als auch im Krebs vorkommen. Zum TSA gehören virale Proteine, für krebslösende Viren zum Beispiel, wie das Papillomavirus, oder Mutationen, die man nur in Krebs findet. Da synthetische mRNA so einfach herzustellen ist, können mRNA-Impfstoffe völlig individuell gestaltet werden. Jeder Patient erhält seinen eigenen Impfstoff. Ich nenne das die Haute Couture des Impfstoffs. Ich weiß nicht, wenn man auf Deutsch sagt Haute Couture oder Couture. Couture? Haute Couture. Maßgeschneiden, das ist korrekt. So, das sind maßgeschneiden Impfstoffe. Sowohl TAA als TSA können bei jedem Patienten gezielt eingesetzt werden. Das ist, was BioNTech im Jahr 2012 initiiert hat. Und wir sind Partner hier, mein Labor in die Schweiz, in diesem Projekt. Hier in diesem Projekt Merit, Patienten mit Mammakarzinoma erhielten 3 Monate lang einen mRNA-Impfstoff, der eine Immunität gegen TAA induziert und diese Moleküle sind in Lager, so wir könnten schnell solche Impfstoffe bei diesen Patienten benutzen. Und dann, nach 3 Monaten, weil es dauert 3 Monate für die Erstellung von dieser massgeschnittenen mRNA, dann die Patienten bekommen einen mRNA-Impfstoff gegen Mutationen. So, das ist wirklich die Zukunft. Ja? So, sie machen sofort einen mRNA-Impfstoff gegen Krebs mit Molekülen, die sind im Lager und diese mRNA kodieren für TAA. Und dann nach 2-3 Monaten, sie können dann die mRNA spritzen, die kodiert für Mutationen. Man sagt Neoantigen. So, die sind Proteine, die sind nur in Krebs. So, sie spritzen Impfstoffe, dann die macht eine Immunantwort gegen diese Mutationen. So, diese Immunantwort kontrolliert nur Krebszellen. Diese Art von Studien wird in Europa und in den USA fortgesetzt. Wieder BioNTech, Moderna, aber auch andere Unternehmen führen derzeit klinische Studien durch, in denen sie mRNA-Impfstoff bei verschiedenen Krebserkrankungen untersuchen. Wir können hoffen, dass innerhalb der nächsten 3 Jahren eine dieser Modalitäten zugelassen wird, damit Krebspatienten Zugang zu diesen Impfstoffen haben. Vor 2 Wochen hat Moderna gesagt, dass diese Phase 2-Ergebnisse Impfstoffe gegen Melanom zusammen mit ICI ist Immuntherapie,
klassische Immuntherapie gegen Krebs, so Kombination von mRNA, die kodiert für TSA plus Immuntherapie, gaben sehr gute Ergebnisse in dieser Phase 2 von Moderna. Jetzt ist Moderna in Phase 3, so wir hoffen, dass bald wir haben diese Kombination für Melanoma-Patienten und auch für andere Patienten, die leiden von Krebs. Ich zeige Ihnen ein paar Ergebnisse von dieser klinischen Studie bei Krebspatienten. Hier Ergebnisse von BioNTech. Hier in dieser Studie bei 13 Melanoma-Patienten, bei denen es in der Vergangenheit immer wieder zu Rückfällen gekommen war. Das sind diese Zeichen hier, die sind Rückfällen. Und hier ist in der Linie ist mRNA-Impfstoff bei diesen 13 Patienten. Und nach mRNA-Impfstoff, Sie sehen, dass es gibt weniger oder keinen Rückfall. So, Sie sehen den Unterschied zwischen vor mRNA-Impfstoff und nach mRNA-Impfstoff. Es klappt nicht bei allen Patienten. Es gibt auch Patienten, die haben wieder Rückfälle. Aber oft, die Patienten haben keine Rückfälle mehr. Die sind tumorfrei und sie haben kein Melanoma mehr. Das ist eine andere Studie. Hier in dieser Studie, die mRNA kodiert für TAA und diese mRNA-Impfstoffe sind gegeben allein oder mit Immuntherapie. Und hier Sie sehen, wie groß sind die Tumoren mit der Zeit. Bei vielen Patienten, es wächst weiter leider, aber Sie sehen, bei vielen Patienten, es geht zurück. Mit mRNA-Impfstoff in grün allein oder mRNA-Impfstoff plus Immuntherapie in gelb. Die verschiedenen Unternehmen verwenden unterschiedliche Arten von mRNA, modifiziert oder nicht modifiziert, unterschiedliche Formulierung, nackt, in Polyplex oder in Liposom und Injektionsstellen, intradermal, intramuskular oder intravenös. Die kommenden Ergebnisse werden zeigen, welche Formulierung, welche Menge und welche Injektionsstelle die besten klinischen Ergebnisse liefern bei Krebspatienten. Man muss Geduld haben, es gibt viele Möglichkeiten, man muss alles testen, bis man findet, was am besten klappt. Neben der Impfung kann synthetische mRNA auch für Therapien verwendet werden. Dazu muss sie modifiziert werden mit Pseudouridin. Synthetische mRNA kann verwendet werden, um für Antikörper zu kodieren, zum Beispiel bispezifische Antikörper. Man benutzt sehr oft Antikörper bei Patienten, bei Autoimmunität oder bei Krebs. Man bekommt direkt Injektion von Antikörper. Manchmal es gibt Probleme mit Antikörper. Die Herstellung ist nicht einfach. Wenn Sie diese neue Art von Antikörper, die nennt man bispezifische Antikörper, wollen, es ist sehr problematisch, die Herstellung von diesen Eiweiß. So, anstatt Herstellung von Eiweiß kann man nur mRNA machen, die kodiert für die Antikörper. Sie spritzen die mRNA in Patienten, diese mRNA in eine Formulierung, die geht in Leber und dann Leber von Patienten produziert die Antikörper. Also es ist viel einfacher als die Herstellung von Eiweiß, von Proteinen, von Komplexproteinen und Antikörper. Mit mRNA ist es einfach, Sie können die mRNA herstellen, wie die mRNA, die ist in Covid-Impfstoffe. Und diese mRNA in ein Liposom geht eventuell nach intravenösen Injektion in Leber und dann Leber produziert diese Antikörper. So, das ist eine Methode, die ist einfach und sie ist in klinischer Studie, hat gezeigt früher in Mäuse sehr gute Ergebnisse. Und so, wir hoffen, dass in der Zukunft wir ersetzen Antikörper mit mRNA dekodiert für Antikörper. Dann ihre Körper produziert diese therapeutische Eiweiß. Sie bekommen nicht den Eiweiß, sie bekommen RNA dekodiert für diese Eiweiß. Andere Möglichkeit ist
die Benutzung von mRNA, die Antikrebsprotein kodiert, zum Beispiel Zytokinen. So, Zytokinen, es gibt viele Zytokinen und die sind Moleküle, die aktivieren das Immunsystem. Hier zum Beispiel Ugur Sahin und andere Leute haben direkt in Tumorgewebe mRNA injiziert und diese mRNA kodiert für 4 Zytokinen, Interleukin 12, Interferon Alpha, GM-CSF und Interleukin 15. Und so, das hat gut geklappt bei Mäuse und auch in Phase 1 bei Patienten. So, hier bekommt man direkt in Tumorgewebe diese synthetische mRNA-Mischung und diese mRNA-Mischung kodiert dann für diese Zytokinen und diese Zytokinen aktivieren das Immunsystem in Tumorgewebe. Und dann sie bekommen eine Reaktion in Tumorgewebe und diese Immunreaktion klappt auch gegen Metastasen. So, diese Ergebnisse in Phase 1 sind auch sehr gut. Es dauert, bis wir eventuell in Phase 2, 3 Ergebnisse haben, aber das ist auch sehr, sehr wirksam. Ein drittes Beispiel, wie man mRNA gegen Krebs benutzen kann, sind CAR-T-Zellen. So, diese CAR-T-Zellen sind modifizierte Lymphozyten. So, die Lymphozyten werden ein sogenanntes CAR-Protein exprimieren. Das ist ein Protein, das die Lymphozyten anweist, Tumorzellen zu töten. So, hier, wir benutzen auch diese Technologie im Unispital Zürich. Wir haben gezeigt, dass es klappt bei Mäusen, die haben Hirntumor. Und jetzt wollen wir eine klinische Studie machen bei Glioblastomas, also Hirntumorpatienten. So, hier, sie nehmen Blut von Patienten. Sie geben in Blutzellen, in T-Zellen von Blut, mRNA, die kodiert für ein Antikrebs-Eiweiß, diese CAR. Und diese Blutzellen injizieren sie in Tumorgewebe oder intravenös. Und dann für ein paar Tage, weil mRNA ist übergehend, für ein paar Tage sind diese T-Zellen Antikrebs. Ja? Und das ist super bei Mäusen. Es hat auch gezeigt, Ergebnisse schon früher bei Menschen, Mesothelioma und Bauchspeicheldrüsekrebs. Und jetzt wollen wir klinische Studien mit dieser Methode bei Glioblastoma-Hirntumorpatienten in Zürich machen. Alle diese Modalitäten würden oder werden derzeit in klinischen Studien erprobt. Letztendlich besteht die Idee darin, Krebspatienten mit mRNA-Impfstoffen zu behandeln, die eine Immunität gegen TAA oder TSA induzieren und auch die Möglichkeit zu haben, die Patienten mit mRNA-basierten therapeutischen Modalitäten zu behandeln. Synthetische mRNA ist ein Werkzeugkasten mit vielen neuen Lösungen zur Krebsbekämpfung. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir noch nicht so weit sind, dass wir Menschen vollständig verjüngen können. Aber der mRNA-Werkzeugkasten bietet bereits viele Lösungen. Impfstoffe gegen alle Viren, theoretisch. So, nicht nur Viren, auch Bakterien, so Krankheitserreger. mRNA-Impfstoffe gegen Krebs, mRNA-Impfstoffe gegen Allergie, ich habe davon nicht geredet, aber die sind auch, die haben in präklinischen Studien bei Tieren gezeigt, dass es effizient ist und ich hoffe, dass bald es ist auch in humanklinischen Studien. Und sogar Impfstoffe gegen Autoimmunkrankungen. So, bei Autoimmunkrankungen haben sie ihre Immunsystem, der attackiert ihre Gewebe, zum Beispiel bei Multiple Sklerose. Mit einer besonderen Art von mRNA-Impfstoff kann man nicht Immunzellen aktivieren, aber deaktivieren. Und das hat Ugur Sahin von Mainz vor 2 Jahren gezeigt und publiziert. So, wir hoffen, dass auch in der Zukunft Leute, die leiden von Autoimmunität wie Multiple Sklerose, können mRNA-Impfstoffe bekommen, die
Autoimmunzellen deaktiviert. Dazu es gibt viele Therapienmöglichkeiten. Wie gesagt, mRNA dekodiert für Eiweiß, für therapeutische Eiweiße, Zytokinen, Antikörper, Erythropoietin. Es ist nicht nur für Leute, die wollen schneller mit Fahrrad gehen, aber es ist auch wichtig in der Klinik, weil Erythropoietin ist wichtig und viele Leute haben Allergie gegen Erythropoietin-Protein. Also mRNA dekodiert für Erythropoietin wäre eine Lösung. Es gibt viele klinische Studien auch für Regeneration. Man kann mRNA benutzen, die regeneriert Gewebe, aber lokal, zum Beispiel Blutgefäße. Moderna ist in Phase 2. So, man spritzt im Herz nach Herzinfarkt mRNA, die kodiert für ein Eiweiß, die macht neue Blutgefäße. Ja? So, dann, wo es nekrotisch ist, wo die Blutgefäße sind verstopft, kann man mRNA spritzen, wo die mRNA kodiert für VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor, und dann der Herz macht neue Blutgefäße. Das ist in Phase 2 in der USA. Out, in Tübingen hat man gezeigt, in Schwein, dass man kann mRNA spritzen, die kodiert für Elastin. Unsere Haut ist elastisch, weil wir haben Kollagen, wir haben viele Eiweiß, die machen Elastizität, und ein von diesen Eiweiß ist Elastin. Und diese Elastin produzieren wir bis Ende von Teenage, so bis 16, 18 Jahre alt. Dann wir haben unsere Elastin und sie wird mit der Zeit brechen und verliert unsere Haut Elastizität. In Schwein könnte man sagen, in Tübingen, dass wenn man spritzt mRNA, die kodiert für Elastin, dann hat die Haut wieder Elastin. So, man könnte vielleicht auch mRNA benutzen für Schönheit. Muskeln. Es gibt eine klinische Studie jetzt in Basel. So, es ist für Frauen, die haben Schwierigkeiten nach Geburt mit Sphincters, und man spritzt direkt dann in den Sphincters mRNA, die kodiert für Eiweiß, die macht Muskeln wieder stark. So, Sie sehen, das sind nur Beispiele, aber Sie können mRNA für alles benutzen. Dann für Karte-Zellen, diese Anti-Krebs-Zellen, so Reprogrammierung von Zellen. Man kann Stammzellen machen, von diesen Stammzellen kann man Neuronen machen, Muskeln machen, Haut machen. So, wir können die Zellen reprogrammieren und alles, was wir wollen, damit machen. So, das ist die Zukunft. Es wird viele Jahre nehmen, aber am Ende, man kann mit RNA alles machen. Sie wissen vielleicht, dass eventuell das Leben kommt von mRNA. Vor 4 Milliarden Jahren, die Theorie ist, dass es gab mRNA-Moleküle, die können sich vermehren. Und das war Anfang von Leben. Und immer noch, mRNA ist in unseren Zellen verantwortlich für fast alles. Für was ein Zell macht, wo sie geht oder so. Deswegen können wir mit synthetischer mRNA alles machen. Weil wir können die Zellen reprogrammieren und alles, was wir wollen, machen. Und theoretisch gibt es eine Lösung, eine mRNA-Lösung gegen jede Art von Krankheit. Wir können auch Korrektur von Genom machen für Leute, die leiden von Erbkrankheiten. Und eine Studie hat das gezeigt, so hier mRNA kodiert für ein Eiweiß, die heißt Cas9, und diese Cas9 kann gezielte Änderung in DNA machen. So, das wäre auch möglich, das ist auch möglich, jetzt Änderungen in mRNA zu machen, mit mRNA dekodiert für Cas9. So, es ist nicht mRNA, die kann DNA verändern. Es ist wirklich mRNA dekodiert für diese Eiweiß, Cas9, es kommt aus Bakterien, und diese Eiweiß kann in DNA Änderungen machen und dann Korrektur von Gendefekt machen. Also mit das bin ich fertig und ich freue mich auf Fragen. Ja. Vielen Dank, Steve Baskloff, für diese faszinierende Reise der Molekularbiologie in die Messenger-RNA, in die Vergangenheit, historisch bis in die Zukunft, von der Impfung bis
zur Verjüngung, was immer ein Ziel war der Menschheit. Und ja, es kommt so. Es gibt Tiere, die sind bewusst krank gemacht, zum Beispiel Multiple Sklerose-Mäuse können wir mit Injektion machen, die löst ein Immunantwort gegen Gehirn aus und dann können wir nach dieser Injektion testen für Therapien. Für diese Gehirnmäuse, es ist in der Neurologie im Unispital gemacht, man spritzt Tumorzellen in Gehirn. Ja, so sie schlafen, die Mäuse, und man kann direkt in Gehirn Tumorzellen spritzen und nach ein paar Tagen, es macht ein Tumor. Und dann kann man die Therapie testen. Und dann die Mäuse sterben von Gehirntumor und mit Therapie sieht man, ob sie länger weiter, sie leben länger oder wenn sie schon geheilt sind. So, bei Krebs es ist oft so, dass wir injizieren in Mäusekrebszellen, subkutan oder im Gehirn oder irgendwo, und dann wir machen die Therapie. Was ich kann sagen, es ist für mich, ich bin Vegetarier und es ist immer noch für mich ein Problem, Mäuse zu benutzen. Ich denke, dass die Forschung können wir, diese präklinische Forschung können wir eventuell nur bei Mäuse machen. Leider die Behörden Fragen für Forschung, zum Beispiel in Affen. In der Immunologie, ich finde es tragisch. Ich finde, dass wir bekommen nie Ergebnisse, neue Ergebnisse von diesen Impfstoffen, zum Beispiel in Affen. Ich denke, es reicht in Mäuse, dann von Mäuse bis zum Mensch, wie in der Covid-Pandemie. Ja, der Impfstoff war in Mäuse getestiert und dann direkt in Mensch. Ich denke, wir brauchen nicht Kaninchen, Schwein, Hund, Katze, das finde ich furchtbar, Affen. So, aber die Behörden fragen dafür. Und die Behörden fragen dafür, weil sonst das Volk, wenn es Nebenwirkungen gibt oder Probleme, würde sagen zum Behörden, hey, sie haben es nicht gut gemacht. So, denn die Behörden wollen wirklich alles betoniert und sie fragen sehr, sehr viel. Ich denke, zu viel. Ich denke, die Ergebnisse bei Mäusen sind genug. Und manchmal, wir verlieren viel Zeit und viel Geld, zum Beispiel für eine Therapie gegen Krebs. Die Behörden fragen für Experimente in Affen. Das dauert 2 Jahre, es kostet viel Geld, es ist schlimm für die Affen und es hilft am Ende die Therapie nicht. Und die Patienten, sie sterben von Krebs. Ja, so. Manchmal die Mitte ist schwer zu treffen mit den Behörden. Sie wollen wirklich sicher sein, dass es kein Risiko gibt. Aber dann am Ende, wir verlieren Zeit und es hilft die Menschen nicht. So, ich denke, die Waage zwischen Sicherheit für Patienten und Behörden muss man besser finden. Die Leute sind überrascht, dass in einem Jahr es kam ein Impfstoff gegen SARS-CoV-2. Für mich ist nicht, ich bin nicht überrascht. Die Technologie ist da. Was schlimm ist, ist, dass normalerweise es dauert 5 bis 10 Jahre. Und das dauert so lang, nicht wegen Technologie. Die Technologie ist da von Anfang an. Es ist so lang, weil die Behörden nehmen Zeit, fragen mehr und mehr und mehr. Und das macht das ganze Prozess sehr, sehr teuer und sehr, sehr lang. Und ich denke, man kann es alles verkürzen und dann auch dabei weniger Tiere benutzen. Wie weit, wie ich weiß, es ist nur ein Teil. Es ist diese Antikrebs-Maske gemacht. Impfstoff. Das ist nicht das ganze Forschung, die ganze Forschung, es ist nur ein Teil dieser Antikrebs-Haute-Couture mRNA-Impfstoff. Und ich denke, das ist gut, weil man muss überall zusammenarbeiten, Forscher aus der USA, Großbritannien, Italien, Schweiz, überall soll man zusammenarbeiten und das ist ein großes Vorteil von BioNTech. CureVac hat sich ein bisschen isoliert in Tübingen. BioNTech hat immer zusammen mit anderen gearbeitet, mit Leuten in Singapur, in Boston, in Stockholm, in Zürich. Ja, so BioNTech ist sehr vernetzt und benutzt Kenntnisse und Forschungsergebnisse und Ideen von
Leute überall in der Welt. Und das finde ich sehr gut. Und das ist wirklich, Moderna ist auch so. Moderna hat viel Arbeit zusammen mit Universitäten in Boston und in Pennsylvania. So, es ist Zusammenarbeit. Und das braucht man, um schnell und gut zu gehen. Und BioNTech macht das sehr gut. Ich bin froh, dass jetzt es wird BioNTech in London geben. Ich hoffe, dass es wird BioNTech in Zürich geben. Ich bin ein Freund von Ugur Sahin. Ich arbeite mit ihm seit 2008, seit der Gründung von BioNTech. Und die Schweiz ist sehr gut in der Forschung. Ugur Sahin hat ein Jahr in Zürich gearbeitet, vor 10 Jahren, in der Labor von Rolf Zinkernagel. Er liebt die Schweiz und Zürich und er möchte auch gern vielleicht, dass wir haben einen Teil von BioNTech hier, weil wir haben gute Forscher, wir haben gute Forschung in der Schweiz. So, wenn wir hätten mehr Leute in der Schweiz, die arbeiten über mRNA, dann könnten wir auch neue Entwicklungen zusammen mit BioNTech machen. So, ich finde es gut, dass BioNTech bleibt nicht nur in Mainz, aber verbreitet sich international, sodass alle Leute mitmachen. Es gibt so viel, dass man mit mRNA machen kann und so, dass man muss man machen. Sie haben völlig recht. Und Sie wissen zum Beispiel, Angelina Jolie hat ihre Brust weggemacht, weil sie wusste, sie hat ein Gen, wo sie theoretisch eventuell Krebs bekommt. Und mit der Technologie, wir können diese Leute als junge Leute schon spritzen gegen Krebs. Und das wäre ideal. Problem sind, wie lange dauert die klinische Studie? Wenn Sie jemanden wie Angelina Jolie haben, mit 20 Jahren alt, Sie wissen, sie hat ein Gen und eventuell in die letzten 30 Jahre sie entwickelt Krebs. Dann Sie sollen mit 20 anfangen, mit Spritzen, und dann Sie haben die Ergebnisse 30 Jahre später. Kein Investoren würde investiert in diese klinische Studie, die dauert 20 Jahre. So theoretisch, es wäre perfekt. Und ich denke, wenn man in der Zukunft hat, wenn die Firmen haben gezeigt, dass mRNA-Impfstoffe gegen Krebs klappt, bei Patienten, die schon Krebs hatten, dann langsam, wir können dann in diese wirklich Prophylaxie gehen. Und das ist die Zukunft, das kommt. Aber ich denke, es wird lang dauern, weil dann nur Staaten können das machen. Die Firmen würden es nie machen. So, dann wir müssen vielleicht auch, ich kämpfe so, dass in der Schweiz wir haben ein mRNA-Hub. Grund wäre, dass wir Forschung und klinische Studien machen, die die Firmen nicht machen. Bei sehr seltenen Krankheiten oder für wirklich lange Zeit, wo wir rechnen nicht mit Preis in die letzten 5 Jahre oder so, wo wir können sagen, okay, wir haben Patienten, zum Beispiel diese jungen Patienten, die haben ein Hochrisiko von Krebs in die letzten 20 Jahren, wir fangen an. Und so, das wäre nur städtlich möglich. Sie haben völlig recht, das ist die Zukunft. Es ist möglich, in den Zellen von mRNA DNA zu machen. Das ist Reverse-Transkription, Viren wie HIV machen es. Und so in einer Zelle, wenn Sie mRNA haben, wie kodiert so für Spike, diese synthetische mRNA. In Theorie, es könnte sein, dass von dieser mRNA wird DNA. In Theorie könnte diese DNA doppelstrandig sich machen. In Theorie könnte diese DNA in Zellkern wandern und in Theorie könnte dann die DNA dort integrieren. Das ist nur Theorie. Praktisch, es ist sehr schwierig, und weil unsere Zellen schützen sich gegen diese Möglichkeit. Wissen Sie, wir sind Milliarden Jahre wir haben Milliarden Jahre Entwicklung und es gab immer Viren. Unsere Zellen haben viel Mechanismus, um sich zu schützen von RNA von draußen. SARS-CoV-2 ist RNA. Es ist ein RNA-Virus. Und SARS-CoV-2 kodiert für Spike und viel andere Eiweiß. Wenn Sie bekommen SARS-CoV-2, Sie bekommen viel RNA und es vermehrt sich in alle Ihre Zellen. Blut, Lunge, Leber, Gehirn, irgendwo. Und dann hat man viel RNA von SARS-CoV-2 und niemand fragt,
ob diese RNA von SARS-CoV-2 könnte DNA machen. Die Leute fragen von Impfstoff. Das ist komisch, weil Impfstoff ist nur 30 Mikrogramm und wenn sie SARS-CoV-2 haben, es ist viel mehr als 30 Mikrogramm mRNA, die sie haben überall in ihrem Körper. Und das vielleicht eventuell in jemand, der hätte zum Beispiel HIV, Reverse Transcriptase, es könnte DNA geben. Aber unsere Zellen haben im Zytoplasm Eiweiß, die erkennen DNA und die auslösen Tod von Zellen. Und das ist ein alter Mechanismus, wobei unsere Zellen reagieren, wenn DNA kommt von draußen, die Zellen sterben. Es gibt viele solche Mechanismen, die schützen unsere Zellkern. So, es ist nicht so einfach. In vitro kann man es machen, in Tumorzellen oder so, aber unsere lebenden Zellen, sie haben sehr viele Mechanismen, die schützen uns von dieser Möglichkeit. So, theoretisch es ist möglich und die Enzymen existieren und Viren benutzen wie HIV, sie machen es, sie kommen von draußen, von RNA wird DNA und die DNA wird im Zellkern, aber dafür haben die Viren viel Eiweiß. Die schützen die RNA, die schützen die DNA, die bringen die DNA im Zellkern und Integrase, die integrieren. Sie brauchen alle diese Eiweiß von Viren für diesen Mechanismus. Ohne diese Eiweiß kann ein mRNA nicht alle diese Prozesse allein machen. Deswegen ist es wirklich, man sagt nie unmöglich, aber in gesunden Zellen, es wird nicht passiert. Und wenn es passiert würde, würde es passieren mit SARS-CoV-2. Und mit Grippe ist auch RNA-Virus. Wenn Sie die Grippe haben, Sie haben sehr viel RNA von Grippe in vielen Zellen. Und dann könnte Sie auch fragen, kann diese RNA DNA machen und integrieren. Es passiert nicht, vielleicht es passiert, wir merken es nicht, aber die Zellen haben viele Mechanismen, die das verhindern. Es ist überhaupt kein Problem. So, wir sind immer noch Teil von EU-Grants. Zum Beispiel, ich habe 2 EU-Grants. Diese New mRNA, wir forschen zusammen mit Franzosen und Leuten aus Belgien für neue Art von mRNA. Und diese REG-RNA ist ein Programm für Herzkrankheiten, wo wir benutzen mRNA, um Herzkrankheiten zu heilen. Wir haben diese 2 EU-Grants. So, wir können diese EU-Grants führen. So, der Führer muss jemand von Deutschland, Belgien oder so sein. Wir können nur teilnehmen, aber es reicht. Ja, korrekt, aber von SNF, wir haben auch sehr viel. Wissen Sie, die Länder in der EU, sie geben viel Geld zum EU und sie bekommen am Ende ziemlich wenig. Viel ist verloren in Brüssel. Ja. So, ich denke, die Schweiz kann direkt investieren von SNF, von InnoSuisse. Wir bekommen direkt Investitionen oder Forschungsgeld aus der Schweiz. Ich finde es gut. Okay, ja, SNF ist wunderbar, InnoSuisse ist wunderbar. Und wissen Sie, diese EU-Grant, ich denke, es ist 5% oder 10%, die erfolgreich sind. Es ist viel Arbeit, um diese EU-Grant zu schreiben und sie haben wenig Chancen zu bekommen. Und es ist nicht so viel Geld. Jede Gruppe, zum Beispiel bei diesen 2 Forschungsprojekten, bekomme ich 100.000 Franken pro Jahr, so eine Stelle. Und am Ende, ob es sich lohnt, ich bin nicht so sicher. Ja, aber ich denke, das ist falsch. Ich denke, die Schweiz ist sehr attraktiv. Die Schweiz ist wunderbar, ist schön. Super Infrastruktur, super Geografie, super Geschichte. Und in Lausanne, in Zürich, in Bellinzona, es gibt sehr, sehr gute Forschung. Unglaublich. Und die Schweiz ist sehr attraktiv. Ich denke nicht, dass jemand würde denken, ich gehe nicht in der Schweiz, weil wir können keine EU-Grant führen. Ich denke, das wäre nicht ein Grund oder komischer Grund, weil wir haben so viel in der Schweiz und die Leute wollen mit uns arbeiten. Ja, das ist eine Frage von
der Versicherung, so zum Beispiel BioNTech arbeitet sehr viel mit Behörden und mit Versicherung für diese Individualtherapie. Es würde auch 50.000, 100.000 pro Jahr kosten. Und das ist der Preis von vielen Medikamenten gegen Krebs, weil es wäre im gleichen Bereich. So, das wäre vielleicht nicht das Problem. Das Problem ist, was muss man zeigen, sodass die Versicherungen dafür bezahlen. In normales klinische Studien, in Phase 3, sie haben Placebo und Medikament. Wie machen sie es mit dieser individualisierten Therapie? Machen sie ein Placebo? Das ist komisch. Wollen die Behörden und die Krankenversicherungen ein Placebo haben in dieser Art von Individualtherapie? Individualtherapie macht man zum Beispiel mit Zelltransplantation. Transplantation ist eine Individualtherapie, die die Versicherung bezahlt für Transplantation. So, es gibt schon Individualtherapie, die Versicherungen bezahlen. Jetzt ist die Frage für diese neue Art von Individualtherapie, was brauchen die Versicherungen, was brauchen die Behörden, was für ein Phase 3 klinische Studie wir machen müssen, um zu zeigen, dass diese individuellen Medikamente sind effizienter als klassische Medikamente. Es ist kompliziert und es ist eine Zusammenarbeit zwischen Firmen und Behörden und niemand hat das Handwort. Die Leute versuchen zu in der USA mit der FDA, macht auch Moderna, so was brauchen die Versicherungen um die Zulassung, um die Behörden für die Zulassung von individualisierter Therapie? Das ist eine neue Frage, es gibt noch keine Antwort. Du hast dargestellt, dass der Forschungsplatz Schweiz nach wie vor attraktiv ist. Du hast die RNA-Plattform erwähnt. Trotzdem hat man in einem Interview im Mai 2021 im Schweizer Fernsehen gesagt, wir haben in der Schweiz 14 Jahre verloren an der mRNA-Forschung. Und du kamst ja 2006 nach Zürich. Kannst du das kommentieren? Ja, es ist, aber man muss es umgekehrt sehen. Es gab ein Wunder in Deutschland mit Tübingen-CureVac und BioNTech in Mainz. Nirgendwo in der Welt gab es damals Firmen, die arbeiten über mRNA. Italien, Großbritannien, USA sind sehr stark in der Forschung. So, damals es gab nur zwei Forschungsorte und Firmen in Deutschland. Ich kam in 2006 in Zürich und ich brachte die erste klinische Studie in der Schweiz von CureVac, ein mRNA-Impfstoff gegen Lungenkrebs. Und so dann war Swissmedic die zweite Behörde in der Welt, die hat sich mit mRNA-Impfstoff gekümmert. Die erste war Paul Ehrlich Institut in Deutschland für unsere erste klinische Studie schon von 2003. Aber die zweite Behörde in der Welt, die hat sich ein Dossier geschaut mit mRNA-Impfstoffen, war Swissmedic. So die Schweiz war in der Führung 2007, so, weil ich habe diese klinische Studie gebracht. Diese klinische Studie hat man in Zürich gemacht, bei Lungenkrebspatienten. Aber dann, ich war damals in der Onkologie im Unispital Zürich und der Chef von der Onkologie hat Interesse verloren und es gab kein Geld. Ich konnte keine Unterstützung bekommen von SNF und von anderen Stiftungen zum Beispiel oder so. Und dann ich habe sogar meine Arbeit verloren in 2010. Ich habe mein Labor verloren in 2016. Es gab keine neue mRNA-Forschung hier in der Schweiz. Es ist schade, weil in 2007 war die Schweiz in der Führung. Und mein Traum damals, weil Zürich ist so attraktiv, ich habe gedacht, Zürich ist ideal für mRNA-Forschung. Es ist fast wie Tübingen, aber in größerer Maßstab. Wir haben ETH, Universität, Unispital. Ich habe gedacht, in einer relativ kleinen Stadt, es gibt so viele Experten und mit mRNA kann man alles machen, nicht nur Krebs. Ich habe gedacht, dann ich könnte in Zürich Zusammenarbeit machen mit Leuten, die arbeiten mit Lungenproblemen, mit Herzproblemen, mit Gehirnproblemen. So, ich habe wirklich gezielt in Zürich gearbeitet, weil ich habe gedacht, es wäre ideal als mRNA-Stadt. Das war ein totaler Fehler. Nach 3 Jahren habe ich meine Arbeit verloren. Ja. So,
Aber trotzdem ist Zürich immer noch, finde ich, ideal. Lausanne wäre auch gut und andere Städte in der Schweiz, weil wir haben in relativ kleinen Städten gute Experten, viel Forschung, alle Maschinen, Experten, Tiermodellen, die man braucht, um schnell zu gehen. So, ich denke trotzdem, dass die Schweiz ist ideal für solche Forschung. Ich habe Berset getroffen in 2021, weil ich möchte gerne ein mRNA-Hub haben in der Schweiz. Ich denke, dass die Regierung hat aber nicht so viel Interesse, weil ich denke, in der Schweiz, wir haben starke Pharmaindustrie. Und ich denke, die Ministerien, sie denken immer noch, dass Entwicklung von Medikamenten machen die Pharmaindustrie. Novartis, Roche sind sehr stark. Und aber für diese Art von neue Technologie und individualisierte Technologie, ich denke, wir brauchen ein mRNA-Hub. Und es gibt Leute, die zusammen mit mir arbeiten, so dass eventuell irgendwann wir haben ein mRNA-Hub. Vielleicht halb privat, halb veröffentlicht und mit Geld von ein bisschen wie ÖPFL. Diese Möglichkeit, wo wir wirklich Stabilität bekommen von Regierung und vielleicht auch privates Geld dazu. So, aber das ist noch nicht der Fall. Aber ich hoffe, dass irgendwann es kommt, dass wir ein mRNA-Hub haben. Dann können wir viel machen, weil wir haben so viele gute Leute. Ja, ich denke, die Zukunft ist mRNA anstatt. Aber wir sollen noch lernen. Gelbfieber, wie ich gesagt habe, ist mRNA-Impfstoff. Es ist ein mRNA-Virus, abgeschwächt. Eine Injektion gibt lebenslang. Lebenslang schützt gegen Gelbfieber. Und mit unseren synthetischen mRNA-Impfstoffen, wir haben nur ein paar Monate Schutz. Wir sollen noch lernen von Viren. Warum gibt mit Gelbfieber, dieses RNA-Virus, warum gibt es so eine gute Immunantwort, die bleibt lang? Das sollen wir noch von Viren lernen. Viren, die sind die Master. Und wir sollen lernen, warum es gibt so eine gute Immunantwort. Und das können wir dann kopieren mit dem RNA. Aber wir sollen noch lernen, weil wir sind nicht in den, jetzt mit mRNA-Impfstoff, zum Beispiel, wenn wir mRNA-Impfstoff gegen Krebs, Gelbfieber machen, mit unseren Methoden jetzt, BioNTech zum Beispiel, dann hätten wir Immunität ein Jahr und dann es wäre weg. Und mit das normale Gelbfieber-Impfstoff haben wir lebenslang. So, wir sollen noch es verbessern. Wir brauchen Forschung, wir brauchen neue Möglichkeiten. Eine von diesen Möglichkeiten ist sogenannte self-replikative mRNA. Das ist ein mRNA, die kodiert für eine Replikase. Und das ist ein Enzym, die macht RNA von RNA. Und diese Replikase benutzen Viren wie Grippevirus, wie Gelbfiebervirus. Die sind RNA-Viren, sie brauchen diese Replikase. Und so, wir können diese Replikase benutzen in mRNA, synthetische mRNA-Impfstoffe. Wir benutzen ein mRNA, die kodiert für Replikase und ein mRNA, die kodiert für Virus-Antigen. Und diese zwei sind wie ein kleines Virus. Ich erwarte, dass solche Technologie bringt eine längere Immunität. Aber das ist noch in der Entwicklung. Wir sollen noch lernen. Wir sind glücklich, dass diese zwei Impfstoffe gegen Covid haben geklappt. Die sind effizient, aber wir können viel besser machen. Und so das kommt. Und wenn wir mRNA-Impfstoffe haben, die sind wie gut wie diese abgeschwächten Viren, dann wird mRNA diese abgeschwächten Viren ersetzen, weil abgeschwächten Viren sind schwierig zu produzieren. Sie braucht Zellkultur, wie ich gezeigt habe, und die sind gefährlich. Weil die sind abgeschwächten, aber manchmal sie werden wieder böse. Ja? Und Leute sterben von solchen. Die Leute haben es vergessen, aber von normales, alte Impfstoffe, es gibt Leute, die sterben und es gibt schwere Nebenwirkungen, weil die sind lebendig und man kann nicht alles kontrollieren. Und so mit mRNA, synthetische mRNA, kann man besser kontrollieren. Und wenn wir lernen, wie wir es machen können, sodass es eine lebenslange Immunität gibt, dann wir werden diese alten Viren ersetzen. Gut, das war fast ein Schlusswort.
Heute vielleicht noch als Information hat das Kantonsspital Winterthur die Maskenpflicht definitiv aufgegeben für alle. Das passt zum heutigen Tag. Steve Pascolo, wir danken dir außerordentlich für diese sehr eindrücklichen und umfassenden Erklärungen in die Zukunft. Ich glaube, wir haben es knistern gehört, was da, ich habe es in den Gesichtern gesehen, wie die Spannung da war von Anfang bis Ende. Man hat das Gefühl, die Medizin geht ganz neue Wege in Zukunft und es werden viele neue Möglichkeiten, auch Kombinationstherapien mit Immunologika und Krebstherapien, klassischer onkologischer Therapie möglich in Zukunft bis zu personalisierten Medizin. Ganz herzlichen Dank, dass du gekommen bist, Ihnen, dass Sie gekommen sind. Für diejenigen, die online dabei waren, kommen Sie gut nach Hause und bis zum nächsten Mal. Merci.